Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Herr Stattenbach. Ja, in der letzten Folge haben wir gewendet und gespritzt, ne? Warum liegt das so? Lol. Heute geht's ans Schwaden. Dadurch, aber nicht mit dem. Mal kurz. Mit dem Schwader werde ich wahrscheinlich austauschen, weil der einen zu geringen Einschwenkwinkel hat. Oder ich muss daran mal was machen. Hier den Winkel mal ein bisschen ändern, weil der hat nur 5 Grad zu jeder Seite. Das geht ja nicht. Ich habe mir mal, weil ich eh auf der Suche nach Doppelschwader bin, mir was besorgt, eher so gesagt. Ein Glas. Ein Liner. Ich guck mal, wie das mit dem IAC hier wird. Langnehmige Fahre. Ist ja ein schöner Traktor. Ja. Vielleicht kommen wir die Folge noch ans Pressen, mal würde ich mal hoffen, oder ans Säen. Nämlich, ich muss die Saat im Boden bekommen und ich muss die das Scheißfeuer reinbekommen. Ja, fangen wir erst wieder oben an, ne? Ja. Mal gucken, wie das wird. Oh, der Schwader ist ja eigentlich relativ zuverlässig. Den habe ich jetzt von einem Nachbarn aus dem Nachbarort. Von Ansbach. Nie mal ausgeborgt. Mal zu testen. So. Alter, das ist an, ja. Schon mal ausklappe. Ja, super. Was jetzt? Hallo? Ich schalte mal die Glocke. Schalt mal in die langsame Gruppe. Hallo? No. Eins. Was ist denn jetzt? So, jetzt aber. Jetzt. Ja, das Problem ist, weil das hier so steil aufgeht, ne? Ich muss hier noch was in die Drehmomentkurve anpassen, ist auch noch nicht realistisch. Eigentlich musste den Schwader so locker ziehen. Aber hier schwadet schön. Ja. Wie? Also,
Wie in der letzten Folge schon gesehen, hat so ein oder andere mal zum Beispiel oder auf Discord gefragt, ob die Stadtenbach noch zum Download ist. Nein, die ist nicht mehr zum Download, kommt nicht mehr, weil es Privatmod ist. So, die Frage ist auch schon beantwortet. Wenn ich sowas nochmal lese, die sperre ich. Also auf Discord kriegen sie ein Timeout. Dass ich da jetzt mal Ruhe habe. Ja, ich warte die beiden Felder zusammen. Baum mit dem Schutz. So. Ja. Vielleicht hätte ich doch dafür den Deutsch genommen. Zum Rundbeinpressen kommt der Lohner. Oder eher gesagt, kriege ich von Lohner ein Fahrzeug mit Beinpresse. Weil. Für mich lohnt sich halt keine eigene Presse zu kaufen. Ich war ja auch mal im Überlegen, HD-Ballen oder sowas oder Niederdruckballen zu pressen. Aber die Dings sind auch so teuer, die Pressen dazu. Lohnt sich nicht. Wenn man aber eine günstige findet, ist der Knoten und alles im Arsch. Darauf habe ich keinen Bock. So. Aber. Ich kann euch schon mal so sagen, ich habe vielleicht was für so Ende dieses Jahres mal oder so im Herbst dieses Jahres mal was vor. Was, also Real Life ja, was relativ geil werden kann als Projekt. Es hat nichts mit LS zu tun, das kann ich euch schon sagen. Aber je nachdem, welche, also wenn die Holzer jetzt rauskommt, werden wir uns vielleicht sogar auf der Holzer mal sehen. Zwischendurch. Vielleicht mache ich dann einen kleinen Livestream-Dings raus. Auf der Holzer. Aber ich bin dann eher der Twitch-Aktive. Ich bin dann auf Twitch aktiv, die anderen zwei auf YouTube. Ich mache dann vielleicht Twitch noch nebenbei. Ja, also ja, ich kann schon mal ein was zum neuen Projekt verraten. Es wird was Real Life mäßiges. Das kann ich euch schon sagen, aber mehr nicht. Mehr mit, weil ich dann noch in der Planung und alles bin. Da wissen Ben und alles, Luca und noch nichts von. Werden sie jetzt wahrscheinlich im Video dann erfahren. Oder eher gesagt spätestens, wenn Ben das Video schneidet, ne? Dann seht ihr mal die wunderschönen IACs bei der Arbeit, ne? Vielleicht habe ich bis dahin sogar noch große.
Der Killerberg, ey. Oder hätte ich vom Nachbarn die in den B-Track am besten mal genommen. Das war ja auch noch so ein Kandidat für einen neuen Schlepper. Den B-Track aber zu teuer. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns nach dem Schaden. Oder eher gesagt nach der Zeitraufaufnahme wieder. Mal gucken, was wir dann erst machen. Pressen oder säen. Ich denke eher pressen, dass ich die Ballen nach Haus bekommen kann. Wenn ich jetzt am Berg absterbe. Ich muss einmal nur hochkommen, dann geht das. So. Dann nach. Bis gleich.
So. Alle Felder sind jetzt geschwadet. Ja. Heidenabel hätte aber Geek. Geek. Ja, ich setz zurück. Schieße auf die andere Straßenbahn zu fahren. Versuche ich es. So, fahren wir gerade schnell beim Händler vorbei. Da stelle ich nämlich ab. So, nämlich noch zu warten und schwadern, ne? Dann mache ich das, wie mir gesagt worden ist, ne? Dann kaufe ich gleich ein Saatgut. Wo er gesagt, ist schon gekauft, wird nur angeliefert. Chase hält doch keiner von der Stadt auf, ey. Dann fahren wir gleich mal mit zum Luna und holen uns das Auto. So. Der bleibt hier. Kann er ihn selber sich zurückdrücken, wie er will. Irgendwann kaufe ich mir gerade auch noch das Grundstück und mache dann eine Teerstraße in mir. Apropos, wir können gerade mal das Mähwerk noch wegfahren. Das machen wir gerade noch. Mehrwerk muss ich noch mal abschmieren, das muss ich noch hier behalten, mal kurz. Oder eher gesagt, ich muss noch zur Wartung. Da können die das auch machen, da. Hier, da ist das auch gut. Wo ist? Ja. Mal gucken, ob wir uns vielleicht einig werden mit dem Frontmähwerk. Man kann ja nur hoffen, ne? Ich glaube, das gefällt mir. Ich bin aber auch irgendwie mal am gucken wegen Krone. Ohne Frontmähwerk kleines zu finden. Ja, auch noch was. Habe ich nämlich eine Krone Kombi. Scheiße, scheiße, scheiße. Zack, zack. Zack.
Könnte ich eigentlich hier an den direkten Frontlader dran setzen? Ja, könnte ich. Mulch muss ich auch noch waschen. Wenn, dann muss ich dann jetzt waschen. Aber ich bin froh, dass ich mir einen Stollfrontlader gekauft habe. Die sind ja robust, die Dinge. Die sind auch relativ preisgünstig. Ja, mit dem Mittelständiger, so gesagt. Günstig kann man nicht sagen. Günstig ist er anders als dafür. So. Papp. Zwei in Front und zwei in Heck. Heckdings steht noch da hinten. Zack, zack. Du bist ja so wenig. So. Ei, wer hat nie der oben gelassen? Ich hab ihn da abgesehen gehabt. So. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Lona-Gespann geholt habe. Also bis gleich. So. Hier habe ich das Lona-Gespann. Ist ein New Holland T5. Mit einer New Holland Beinpresse. Ja. Das Ding läuft. Wäre jetzt gut schon eine Stunde unterwegs. Sonst gibt es halt in der Nähe keinen Lohner, ne? Deswegen muss man auch so weit fahren. Und ich habe es ja nicht getreten wie jetzt. Bin ja langsam gefahren, so. Weil ich ein bisschen aufpassen wollte wegen der Presse und alles so 30. 40 so rum. Das ist ein Auto-Command. Und läuft bis jetzt sehr, sehr ruhig. Die Presse läuft auch sehr, sehr ruhig dahinter. Das Ding war halt erst in Planung, bevor ich einen Deutz bekommen hatte. Genau der Trigger. Auch als Autokuban. Weil mir sehr gefällt halt. Ne? Perfekte Größe. Das ist jetzt ein bisschen größer als der Dings. Als der Deutz, aber. Ich bin jetzt mit dem Deutz unterwegs und damit bin ich zufrieden. Ja. Wir pressen hier noch ein paar Rolle. Namens Rundbein. Und dann haben wir schon Feierabend. Da kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie.
Ja, läuft gut. So. Das hänge ich mal ab. Ich stoppe das jetzt mal hier. Den kann ich runterklappen. So. So, ich werde jetzt mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat etwas Spaß gemacht. Schaltet gerne wieder ein, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne Like da, schreibt gerne was in die Kommentare und dann tschüss und bis demnächst.